Kupfer. Kupfer selbst fast gar nichts. Aber dafür eine Menge Draht. Plastik ist okay, Stahl ist okay. Grüne Chips und Rotchips lange noch nicht. Ja, aber ist okay. Ich hätte gerne mehr Stahl. Wow. Okay. Das ist schön. Also Stahl ist okay. Dann bist du bald fertig, aber noch nicht schnell genug. Bei euch fehlt Eisen. Das kann ich beheben. 200 da, 400 da, 400 da. Kein Draht. Du mich auch, das mache ich gleich. Du auch nochmal 400. Auch nochmal 400. So, dann spiele ich Packesel. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Und hau das hier rein. Da rein. Und da rein. Ja, 150 Roboter knapp. Trotzdem alle ausgelastet. Echt überlegt. Ja, das wird ein bisschen helfen, aber nicht so wirklich viel. Ich bin echt kurz davor, die nächste Stufe hier aufzustufen, auch wenn das dann wieder 30 Jahre dauert. Aber das sollte ich nicht machen. Weil wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, die Big Biter jetzt zu knacken. Das wäre doch ein wenig ärgerlich, wenn wir jetzt unsere Artefakte dafür verschwenden. Also, in Anführungszeichen verschwenden. Ein. Oh Mann. Inclusion-Modul. Hatten wir das eigentlich zu Ende gecheckt hier überall? Ich glaube schon, ne? Okay, du nicht. Aber du bist eh eine sehr komische Maschine, weil du stellst die Gun-Turrets her. Und du bist nicht voll automatisiert. Ja. Du arbeitest nicht, weil die Roboter nicht hinterherkommen, ja. Das ist doof. Also, dass mal hier, mal da was fehlt. Aber es ist halt wegen Robotern. Aber da muss ich nur abwarten. Okay, das heißt, wir warten jetzt, bis der Roboport fertig ist. Inzwischen kann ich mir überlegen, was ich jetzt so die nächsten Folgen noch mache. Wir wollten die Mauer weiter ausbauen. Wir wollten allgemein hier ein ordentliches System haben. Dafür bräuchten wir zum Beispiel auch davon ein paar. Inzwischen haben wir genug Stahl. Wir sollten gucken, dass Kupfer weiter ausgebaut wird. Weil das haut so nicht ganz hin. Genau, hier ist Kupfer so gut wie nicht vorhanden. Ah, was mit der Kiste da unten? Die müsste doch inzwischen... Oh. Leer sein. Ja, definitiv Kupfer ausbauen. Britzel, 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 Britzel. Habe ich überhaupt irgendwas dabei, was ich nutzen kann? Ja, ein Electric Furnace. Ja, das könnte ich hier ein bisschen was bringen, aber nicht so wirklich viel. Mal weg, nochmal weg. Mal hin. So. Da, Pollution-Modul. Pollution 0,54. Gegen Pollution 3,6. Das ist, ja, ein guter Unterschied. Wir noch Mining Drill? Ja, nimm mal. Oh, fertig. Okay. Forschung kümmere ich mich gleich drum. Nimm einen davon dahin. Und wir haben nicht genug Tinplates. Ach. Ja, diese anderen Ressourcen müsste ich immer wieder abbauen. Also Tin habe ich mir gemerkt. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Tin war hier vor der Haustür. Das abzubauen dauert allerdings eine Weile. Aber wir brauchen ja auch keine Tonnen von diesen elektronischen Schmelzöfen. Also sollte das hinhauen. Das heißt, ich laufe einfach hier unten hin. Das war hier irgendwo. Gehst du wohl mal durch. Das war hier irgendwo. Genau. Bau dann da, keine Ahnung, 30 Stück von ab. Und dann gucken wir weiter. Was jetzt aber gerade die Forschung angeht, die fertig ist. Ich könnte jetzt vielleicht Ardai zum Beispiel erforschen. Da wurde in den Kommentaren nämlich schon geschrieben, dass sich das doch recht gut lohnen könnte. Primär wegen der Spitzhacke. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz hier. Das ist Kobalt. Ardite. 250. Das ist schon eine ganze Ecke. Aber 15 Mining Power klingt super.
Ich hau erst ein bisschen Tin hier weg, also bis ich 30 habe. Dann gehen wir kurz zurück, gucken, was unsere hellblaue Trankproduktion so macht und wie die Überschüsse da sind. Dann könnten wir das vielleicht echt machen. Weil mehr als dreimal so schnell abbauen, gerade bei solchem Kleinkram wie das hier, klingt schon sehr praktisch. Weil dann huschen wir einfach selber kurz los, machen so einen Mini-Raubbau, versuchen uns irgend so ein Ding, kloppen dann eine Weile drauf rum und falls irgendwelche Horden kommen, laufen einfach schnell genug weg. Hoffentlich. Wäre einfacher, als so eine Mini-Basis da jedes Mal aufzustellen. Also die Sache mit den Solarzellen, Kapazitor, Mining Drill und so weiter. Das könnte man theoretisch auch mit Robotern machen, aber dann müsste man auch einen Roboterport hinsetzen, dann bräuchte man noch mehr Solarpanels und hat man irgendwann einen ganzen Bildschirm voll irgendwelcher Maschinen, nur um ein einziges kleines Feld hin abzubauen oder so. Das ist schon ein bisschen doof. Achso, und das Ding hier war nicht beschränkt. Vielen Dank für den Kommentar. So. Wollen ja keine unnötigen Ressourcen verschwenden. Du bist beschränkt, das ist gut. Alle haben Module drin, alles gut. Wie schaut es mit den Flüssigkeiten aus? Schweröl wird immer weniger, das ist gut. Da hatten wir ja viel zu viele Tanks, sieht hier echt doof aus. Leichtöl ist voll. Okay. Petroleumgas ist voll. Schwefelsäure ist voll. Ja. Du kriegst mal hier ein bisschen was. Das... Wie viel haben wir davon? Oh, gib her. Danke. So. Theoretisch müssten die mehr laufen, damit wir mehr Schwefelsäure verbrauchen. Weil sonst staut sich gleich das Petroleumgas und dann haben wir keine Verarbeitung vom Öl mehr. Was jetzt schon der Fall ist? Ne, jetzt staut sich gerade Leichtöl. Okay, wir hatten hier was vorbereitet, ne? Genau. Pack das mal dahin. So, das komische Ding kann hier weg. So, so. Die bekommen jetzt... ich brauche wieder Rohre. Na, keine Substations. Rohre. Ich darf den Roboport nicht vergessen. Der ist nämlich gerade fertig geworden. Oder vor kurzem fertig geworden. Damit wir das da oben ordentlich hinbekommen. Jetzt aber das hier erstmal. Du setzt den mal so. Mach den dahin. Denn ein Grund. Dieser Bug ist echt komisch. Das sollte jetzt funktionieren, auch wenn es ein wenig kurios aussieht. Macht bitte Fuelblocks. Macht bitte Fuelblocks. Und ihr seid beide Öko. Wobei mir ebenfalls in den Kommentaren gesagt wurde, dass ich eventuell mit den Stromsparmodulen ein bisschen rumprobieren sollte. Denn die Pollution ist doch abhängig davon, wie viel Strom ein Gebäude verbraucht. Das heißt, wenn wir den Stromverbrauch reduzieren, reduzieren wir automatisch auch deren Pollution-Produktion. Hab ich jetzt leider noch nicht dabei. Kann ich das schnell mal herstellen zum Testen? Energy Consumption minus 10 allerdings nur. Okay, gucken wir trotzdem mal. Und wir bräuchten dann noch Kisten. Und reichen die normalen Ärmchen? Ja, reichen. Okay. Dann Ärmchen. Kiste. Beschränken tun wir da nichts, ne? Nö. Wobei ich... Genau, ich könnte mal eine Ladung so mitnehmen. Gebe ich die jetzt hier noch ein bisschen Eisen? Braucht noch jemand Eisen? Ja, du hier unten. Kriegst noch ein Stack Eisen, noch ein Stack Kupfer. Nehme ich hier noch mal mehr mit. Dann schmeiße ich die oben von Hand rein, einfach um die Roboter ein bisschen zu entlasten. Wir wollen ja nett sein und so. Genau, die sind alle am Arbeiten. Das heißt, Leichtöl müsste jetzt mehr verbraucht werden, auch wenn ich davon nichts sehe. Und wir haben mehr als genug Fuelblocks. Vorerst. Weil ich muss ja auch weiter, ne? Stromproduktion optimieren und erweitern. Weil das sieht nicht so wirklich toll aus. Und wir haben noch keinen Laserturm, der schießt. Also, zzz. So, genau. Roboport, gib mir... Wo ist er? Da ist er.
Da unten müsste einer hin. Da ins Wasser müsste einer hin. Ich muss das Roboport-Muster einmal kurz ändern. Das heißt, ich reiße alle Roboports ab und setze sie dann ein weiter nach Osten. Das macht aber das Mauermuster kaputt. Nee, macht's nicht. Ich kann sie einfach weiter nach da setzen. Ja, das gucke ich jetzt mal. Also erstmal schmeiße ich die Fuelblocks hier hinten rein. Sie verteilt werden. Rest haue ich hier irgendwo rein. Das ist okay. Das Ding braucht hier Blaukisten. Stellen mehr Blaukisten her. Du hättest gerne 200, hatten wir abgemacht, ne? Ich glaube schon. 200. Rechts, links. Ärmchen, Ärmchen. Also meine Idee jetzt ist, dass wir das Ganze... hier drunter vielleicht machen? Ich werde gleich ganz viele Roboter stinkig machen. Ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee ist. So, das heißt, hier wäre der eine. Da wäre der nächste. Da wäre der nächste. Das heißt, die ganzen Stromdinger hier sind auch nicht im Weg. Das wäre schon mal gut. Ich nehme dich mal ganz kurz weg. Ja, schon sind sie alle am Meckern. Dann wäre... Also hier irgendwo. Da. Das macht keinen Sinn. Wenn du da drunter bist, warum bist du dann hier? So, hier bist du dann da drüber. Und ich habe mich eingesperrt. Ja. Dann kommt da einer hin. Den ziehen wir dann hoch. Dann kommt da der nächste hin. Wobei die hier hinten gar nicht so wichtig sind. Wobei es schon schick ist, die Mauern ersetzen zu können, falls wir mal angegriffen werden. Dann kommt der da hoch und dann kommt noch einer hin. Haben wir zufällig so ein paar rote Chips über für mich? Nö. Die werden alle weiter Farbe zu blauen Chips unten. Was doof ist. Was fehlt euch? Gar nichts, nur Zeit. Ja, hab ganz viel tolles Zeug da. Ja, bau jetzt bitte mal die... Hatten wir irgendwo eine Handschmelze? Genau, du. Hier, 30 Tenor. Und gib mir gleich bitte... Oder was fallen jetzt die Zinnplatten? Da, Tinplate. Gib mir alle Tinplates, die du finden kannst. Mit den Tinplates stellen wir dann die Schmelzöfen hier. Mit den Schmelzöfen erweitern wir den Abbau von Kupfer. Und dann kriege ich das hoffentlich irgendwann mal hin, dass hier alles reibungslos läuft. Und wenn ich da noch 8 grüne Chipfabriken hinbauen muss, das ist mein Wayne. Ja, es gibt echt nur einen Roboter. Wie viele Roboter haben wir jetzt inzwischen? 179. Waren wir nicht eben noch bei 150? Und trotzdem geht das nicht. Achso, genau, ich wollte doch hellblaue Tränke gucken. Hellblaue Tränke sind zu wenig da. Bei dem jedenfalls. Hier ist auch nur einer. Und hier ist nicht mehr voll. Also wir haben um die 100 Tränke nur. Also irgendwas, was keine hellblauen Tränke braucht. Und jetzt, wo das Piepen mal aus ist, fällt mir echt auf, wie laut das ist. Piep, 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 piep. Ja, es geht irgendwie. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Große Kisten. Nicht so wichtig. Extra große Kisten. Auch nicht so wichtig und brauchen schon wieder hellblaue. Hier kommen die interessanteren. Aber es ist viel zu viel hellblauer Kram. Lab Efficiency. Ist, ja, ganz schick zu haben. Schneller zu forschen. Kostet nur grüne und rote. Tore sind ganz nett, aber Züge. Wir haben noch keine Außenposten, brauchen wir jetzt auch keine Züge. Die, oh. Ich glaube, die nehme ich mal. Ja, sind nur 10%, aber ich nehme sie trotzdem. Effektivitätsmodule haben wir schon 2, ja. Okay. Ja, mach den da. Kostet nicht viel, ist okay. Wie schaut es eigentlich mit roten Tränken aus?
Ist der Puffer da immer noch so groß? Nö, ist er nicht. Bei dem zumindest. Bei dem hier schon. Okay. Das heißt, du arbeitest erstmal eine Weile nicht. Also ich sollte das hier doch mit reintun, damit ich immer weiß, wie viel Überschuss wir haben. Also rot, echt kein Problem. Wie sieht es mit grün aus? Grün ist ja doch ein Ticken komplizierter. Nö. Na, ja, grün ist ein Problem. Also nicht wirklich, wir haben noch Puffer, aber ne, könnte ein Problem werden. Müssen wir später mal gucken, wie wir das hier umbauen, dass wir sagen, ein so ein Viererblock mit roten, ein so ein Viererblock mit grünen, ein Viererblock mit hellblauen eventuell. Aber dann werden wir mit den ganzen Zwischenschritten nicht hinterherkommen, nehme ich mal an.